Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mass Effect Andromeda. Und ich habe gerade mal was gemerkt, so, hier gibt es jetzt zwar dick und fett, aber ist irgendwie trotzdem nicht so auffällig. Es gibt eine Karte, wusste ich gar nicht. Das ist natürlich, fand ich sehr interessant. Da folgen wir doch mal der Karte, um hier irgendwie Sachen zu finden. Nämlich könnte ich jetzt zu dieser Megastruktur oder was das ist. Damit man auch mal Nebenquesten so, ne? Ja, mir fällt das halt gerade erst so auf, dass es sowas gibt, deswegen. Ja! Ist das nicht. Ich sag da jetzt gerade mal nichts zu. Sam hat recht. Wir haben nicht viel Zeit. Tja, gut. Hast du recht, aber. Aber richtige Blitzableiter. Sie ziehen die Blitze an. Wenn wir uns nah an dieser Wand halten, sind wir vielleicht vor ihnen sicher. Hier sind Leichen. Und diese Kerle sind nicht durch Blitze gestorben. Brandmunition. Mein Vater war offenbar fleißig. Er war ein N7. Mit denen ist nicht zu spaßen. Ja. Du, eigentlich soll, ist ja der Aufenthalt. Das war eine ziemlich clevere Idee. Nur so kann man hier überleben. Und indem man auf alles schießt, was sich bewegt. Der Aufenthalt, Wir sind nah dran. Dem Nachtpunkt zufolge ist mein Vater da oben. Na klar, weiß mal, was war das? Soll ja in der Nähe von, so funktioniert das also. Ja, oder man muss nichts machen. Okay, interessant. Wir waren schon mal in dieser Höhle, ne? Okay. Wieso habe ich das Gefühl, dass irgendwie, ach, das Wasser ist toxisch. Ich krieg doch zu Schaden, hä? Ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Macht nichts. Oh, hallo. Sir. Kopf runter. Labor. Sie haben diesen Ort offenbar erforscht. Du hast tatsächlich was erkundet. Wir sind Entdecker, dafür wurde ich ausgebildet. Danke, überrascht dich das. Dafür wurde ich ausgebildet. Naja, das ist mein Job als Aufklärungsexperte. Richtig. Und du schlägst dich gut. Feuertaufe bestanden. Sir, Sie sagten etwas über die Blitze. Die Energiewolke, die Hyperion gerammt hat, beeinflusst den ganzen Planeten und stört das dort. Der Turm hängt in einer Feedbackschleife mit der Wolke. Gemeinsam stören sie das gesamte Klima mit ungelenkter Energie. Das passt zu einer Höhle, die wir entdeckt haben. Die Pflanzenwelt darin war vor dem Sturm geschützt. Klingt logisch. Und ich denke, wenn wir da reinkommen und den Turm abschalten können, verschwinden die Blitze. Und wir kommen mit dem Shuttle hier weg, theoretisch. Wir müssen nur an denen vorbei. Dann mal los. Und wenn wir uns irren, was ist dann? Wir bauen auf eine Technologie, die wir kaum verstehen. Was, wenn wir uns irren? Die Alternative ist mit 85%iger Wahrscheinlichkeit der Tod durch Blitzschlag. Okay, so betrachtet. Machen Sie sich keine Illusionen. Uns erwartet ein harter Kampf. Immer noch besser als die Blitze. Ich hoffe nur, der Konflikt mit diesen Typen eskaliert nicht noch weiter. Das heißt, wir oder die? Die natürlich. Leider sind wir in der Unterzahl.
Da kann ich helfen. Wir ändern einfach die Zahlen. Okay, mach er. Ah, die Pistole ist schon. Aber, sag mal, ist das hier nicht ein bisschen Todeszone wegen Blitzen so? Wollte ich so mal anmerken. Oh, oh! Ja, war ich geflogen. Ich komme ja auf mehr vor als das ursprüngliche Werfen. Uah! Ich finde es gut, dass der sich automatisch so deckt. Das finde ich wirklich äußerst gut. Okay, vielleicht... Scheiße, jetzt sind sie zu weit auseinander. Sonst hätte ich beide hochziehen können mit der Singu. Was wäre denn, wenn wir das machen? Mit Kuyo-Munition, aha. Oh, ich bin komplett ungeschützt. Alter! Aua. Hier bin ich doch sicher, ne? Ja, perfekt. Die Mission ist voll, okay. Hallo! Ich hoffe, dass bei denen der Kopf auch so eine empfindliche Stelle ist. Tschüss. Oh. Hier. Delta, alles nehmen. Ich hoffe, irgendwann kommt so ein Händler, wo wir dann mal echt... Hä? Hier ist doch gar nichts. Hier kommt dann irgendwann so ein Händler nochmal, wo wir dann Sachen verkaufen können, weil, ne? Wie wir voll und dann... Weil ich tatsächlich sagen muss, ich mag Rollenspiele, wo man unbegrenzte Inventar hat, mehr als die, wo man begrenzt hat. Also so Gothic, Wissen, Bioverstärker Interface. Keine Ahnung, was du von mir willst. Im Auge behalten. Nicht, wenn wir immer in Bewegung bleiben. Sie dürfen uns nicht einholen. Weiter so. So. Bereit! Wir gehen da rein! Oh Gott, ich hab Angst. Sag mal. Und drauf einmal! Da am Anfang kann man diese ganzen Bionik- und Technik-Sachen noch nicht so viel nutzen. Ich finde es gut, wie überall fair diese Sachen verteilt sind, also die Munitionskisten. Es ist, ich meine, ich fand es besser, das Prinzip, dass man, wenn man Munition auf dem Boden liegen hatte, aber gut, es ist auch so ein bisschen, ja, es ist viel realistischer, dass wir die Munition von denen nicht nutzen können, aber dann können ja auch nicht die, ich sag mal, von denen, wie sie da aus Kästen, na gut, dann wäre das Prinzip, dass Munition auf dem Boden liegt, kenne ich noch besser. Grafit. Ich weiß nicht, was das für ein Grafit ist. Es ist anders als das, was ich kenne. Sam, Grafit. Gib mir das Technikerprofil. Was? Sir, woher bekommen Sie diese Profile? Sam, hilf mir ein bisschen. Was bedeutet das? Konzentrieren Sie sich auf den Kampf. Ich habe Angst. Boah, die Sonne blendet aber gerade. Das sieht nach dem Kontrollzentrum aus. Halten Sie mir den Rücken frei. Sie haben ihn gehört. Wir haben es geschafft. In einem Stück. Es ist noch nicht vorbei. Ich muss durch die Tür da drüben.
Ups. Hallo, hallo, hallo. Alter, der macht halt einfach jeden Gegner so direkt mit einem und dann. Ist gereckt. Sprache entschlüsseln. Ja, gut, da machen wir das. Wie sieht der Plan jetzt aus? Die haben uns gleich umzingelt. Wir müssen beide Seiten verteidigen, sonst fallen sie uns in die Flanke. Wo sollen wir uns positionieren? Hier. Bin unterwegs. Alter! Da! Oh, optional. Lehm an, beide Flanken zu verteidigen. Was? Ach so. Alles klar. Und dann da. Ich verstehe. Okay. Verstanden. Achtung, ich sehe Bewegung. Fand ich jetzt nicht so gut, wie wenn ich, Wir haben sie am Shuttle zurückgeschlagen. Das schaffen wir nochmal. Viele Menschen zählen nach wie vor auf uns. Ich ist das so? Ich werde gerade erst warm. Meinen es ernst. Halten Sie von Ihrem Vater fern. Ja. Analysiere mögliche Einnahmen. 25% entschlüsselt. Beeil dich. Die Zeit wird knapp. Oh, 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 oh. Wow. Halten Sie beide Seiten. Sie dürfen nicht durchkommen. Ja, das haben Sie schon geschafft. Nur so. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Was ist das für ein Ort? Aber Sie wollen ihn unbedingt. Also, 50% entschlüsselt. Die Syntax ist ungewöhnlich komplex. Das sehe ich selbst. Versuch's mit einer Rekursivsuche. Ich brauche einen Moment, um die Struktur auszuwählen. Dann los! Uns läuft die Zeit davon! Was ich ein bisschen schade finde, dass die sich selbst halt die Dialoge unterbrechen. Den habe ich richtig verärgert. Könnte daran liegen, dass ich ihm ins Gesicht geschossen habe. Sag mal, machst du irgendwas? Kommen Sie voran, Sir? Die Entschlüsselung oder ist zu 75% abgeschlossen. Wir haben es fast geschafft. Ich finde es halt ein bisschen länger. Ich finde es halt schade, dass sie selbst sich in den Dialogen ein bisschen. Sie sammeln sich vielleicht für den nächsten Angriff. Bleiben Sie wachsam. Sich selbst halt in den Dialogen unterbrechen. Entschlüsselung abgeschlossen. Geschafft. Es ist ein Sicherheitsoverride. Ich versuche, die Tür von hier aus zu öffnen. Verdammt, sie klemmt. Ich muss mir das ansehen. Oh Gott. Was? Willst du diese Tür aufmachen? Scott, ich brauche hier deine Hilfe. Hab ich vermutet. Schon okay. Gehen Sie. Wir halten hier die Augen offen. Wir müssen... Leg dich richtig ins Zeug. Meinst du, wir können das Ding abschalten? Weiß ich noch nicht. Sam hat einen Teil der Sprache entschlüsselt. Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Sei vorsichtig. Bisher hat nichts auf diesem Planeten zugehört. Sei einfach vorsichtig. Du bist doch nicht etwa besorgt. Ich verrat's schon keinem. Na komm, diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Sam, starte die Übersetzung. Moment. Indexiere. Übersetzung liegt vor. Dann wollen wir doch mal sehen. Es funktioniert! Geschafft! Es ist ein Hoffnungsschimmer. Es beweist, dass wir es schaffen können. Es ist mehr als das. Es beweist, dass wir nicht verrückt waren.
Wir finden uns selbst in einer neuen Galaxie zurecht. Das haben wir teilweise Sam zu verdanken. Es war lediglich eine Frage der Linguistik, allerdings freut es mich. Das Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es! Fertig! Willkommen zurück. Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Und was ist mit den anderen? Hat das restliche Team überlebt? Hey, sie sind wieder da. Leute, kommt zum Sam-Kern. Ryder ist wach. Mit wem reden Sie? Mit Sam? Hab ihn nicht gehört. Hey, hierhin sehen. Und hierhin? Mein Vater. Wo? Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Es tut mir leid, Scott. Ich weiß, das ist ein Schock. Er starb als Held. Er hat sich geopfert, um das Team zu retten. Wir alle stehen in seiner Schuld. Er ist so von uns gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Wir sind im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf sie übertragen. Sollte nicht Cora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber. Sie sind der neue Pathfinder, Scott. Mir bleibt wohl keine Wahl. Wow. Okay. Wenn es so sein muss. Nur keine falsche Bescheidenheit. Sie kriegen das hin. Cora. Es war seine Entscheidung. Und ich respektiere sie. Aber die Aufgabe des Pathfinders ist eine große Verantwortung. Sind Sie dafür bereit? Ich werde es lernen. Es gibt sicher vieles, was ich nicht weiß. Aber ich werde es lernen. Falls es Ihnen hilft, ich bin für Sie da.
Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in ihrem Verstand verankert. Der Versuch, sie zu trennen, könnte sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Driftet die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Er braucht noch Ruhe. Ihm bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Ach ja. Der Zustand ihrer Schwester ist unverändert. Aber sie schafft das schon. Sie sind Kämpfer, wie ihr Vater. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit ihrem Vater. Warum hat er mich ausgewählt? Wieso hat er das getan? Warum ich? Unbekannt, aber er hat nie ohne Grund gehandelt. Erlek wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken. Ryder, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben den Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssten ebenfalls dort sein. Hoffentlich hatten Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle, hier Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein. Die Arbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert. Vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot? Das sollte der Tiefpunkt sein. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder.
So. Alles okay bei Ihnen, Ryder? Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Atmen Sie einfach tief durch. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater tot ist. Dieser Moment hätte ihm gehören sollen. Aber jetzt gehört er Ihnen. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie daraus machen. Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Ja, und wir haben sogar was daraus gelernt. Man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. Kann ich jetzt reden und die Folge beenden? Bis dahin und tschüss!